Servus zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video stelle ich euch eine neue Insta360 Action Kamera vor. Und zwar geht es hier um den Nachfolger der Insta360 ONE X2. Das ist diese 360-Grad-Kamera, die ich schon seit 2 Jahren im Einsatz habe. Ihr kennt die aus meinen ganzen YouTube-Videos. Vor ein paar Monaten kam die hier raus und Insta hat mir die X3 einfach so kommentarlos zugeschickt. Somit ist das jetzt hier kein gesponsertes Video, es fließt auch überhaupt kein Geld. Ich mache dieses Video aus freien Stücken und zeige euch einfach mal, in welchen Anwendungsgebieten ich diese Kamera verwende, was die Vor- und Nachteile der Kamera sind und für wen ist die überhaupt was. Also ein reines Infovideo von mir an euch. Dass wir jetzt hier nicht durcheinander kommen, lege ich die X2 ja erstmal beiseite. Die neue X3, die filmt im 360-Grad-Modus in 5,7K und hat ein neues, benutzerfreundliches, großes Touch-Display. Diese Kamera hier, die kann als Action-Kamera, als Unterwasserkamera, aber auch von mir bei kommerziellen Videoproduktionen aufgrund von ihrer Vielseitigkeit mit den ungewöhnlichsten Perspektiven eingesetzt werden. Ich habe die Kamera auch jetzt seit Monaten immer mal wieder im Rucksack dabei, um mich selber bei meinen Fototouren zu filmen, weil sie einfach so von der Bedienbarkeit total easy ist. Ja, im 360-Grad-Modus muss ich nämlich keine Perspektive wählen, sondern ich halte die Kamera einfach nur vor mich und die Kamera nimmt alles auf. Im Nachhinein bin ich dann in der Lage, am Rechner die richtige Perspektive zu wählen und dann gebe ich den Full-HD-Clip aus, den ich dann wiederum in meinen Videos einfügen kann. Die Einfachheit bei dieser Aufnahme verdeutliche ich euch hier. Es ist ganz egal, wie man die Kamera hält oder sie bewegt. Das Bild bleibt immer stabil und die Kamera weiß, wo oben und unten ist. Also das ist ziemlich geil. Auch im Fotobereich war es mir möglich, anhand der 360-Grad-Perspektive von Bäumen oder auch von Pilzen ungewöhnliche Aufnahmen zu machen, die gerade im Social-Media-Bereich sehr gut angekommen sind. Ich habe für diese Bilder mit der Kamera bald mehr Likes gekriegt als mit meiner Vollformatkamera von dem gleichen Motiv. Das ist echt absolut verrückt. Ich nutze jetzt hier den Fotomodus mit der 5 Sekunden Verzögerung. Fahre mal das Ding aus und platziere jetzt die Kamera mal hier zwischen den Pilzen. Ich habe jetzt gerade in eine Dorne gelangt. Ah, das war uncool. Autsch! Da die Kamera die Möglichkeit bietet, auch im RAW-Format mit 72 Megapixeln die Fotos aufzunehmen, dann hat man im Nachhinein immer noch die Möglichkeit, das Bild entsprechend zu bearbeiten. Aber dazu erzähle ich euch später mehr. Das ist nämlich nicht ganz so easy, diese RAW-Fotos zu bearbeiten. Aber wie funktioniert diese Kamera eigentlich? Durch die 2 Linsen kann die Kamera ein 360-Grad-Bild aufnehmen oder auch ein 360-Video. Ja, und den Selfie-Stick, den man immer dabei hat, den rechnet die Kamerasoftware automatisch heraus. Und so sieht man ihn dann in keinem Video, wenn man die Kamera so in der Hand hält. Die Kamera, die kann auch mit dem üblichen GoPro-Zubehör überall befestigt werden, was sie extrem vielseitig macht. Zum Beispiel an der Brust oder auf dem Rad, im Auto, per Selfie-Stick, am Gorillapod. So, zu den Knöpfen. Die Kamera hat hier oben einen An- und Ausschaltknopf. Hier drunter nochmal einen Quick-Menu-Button. Das heißt, hier kommt man an voreingestellte Einstellungen sofort ran. Wenn man das alles nicht will, sondern nur per einen Tastendruck die Kamera anschalten möchte zum Filmen, kann man hier drauf drücken, auf den rechten Knopf. Wenn man die Linsen wechseln will, zwischen der vorderen Linse oder nur der Linse, die einen selber filmt, drückt man den Knopf. Also von der Haptik und von der Bedienbarkeit beim Filmen geht es eigentlich nicht besser. Und das Display ist ja auch ein Touch-Display. Hier kann man wirklich bequem die verschiedenen Modi auswählen, von Foto zu Video, HDR-Video, Zeitraffer, Timeshift. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wobei ich eigentlich fast nur die Videofunktion nutze und die Fotofunktion für Instagram. Jetzt kommen wir mal zu einem wichtigen Feature, und zwar ist das für mich der Ton dieser Kamera. Die Kamera hat 4 interne Mikrofone verbaut und der Ton, den ihr mit der Kamera aufnehmt, ist deutlich besser als beim Vorgänger. Der Akku hier an dieser Kamera, der kann auch gewechselt werden, eigentlich genauso wie bei der X2. Er ist nur ein kleines bisschen größer geworden, das heißt, man kann länger damit filmen. Geladen wird der Akku aber hier über den USB-C-Anschluss. So, jetzt stellen wir beide mal gegenüber. Das Touch-Display von der X3 ist wesentlich größer als hier bei der X2. Die Kamera ist auch ein kleines bisschen dicker und ein bisschen schwerer als die X2, aber die Verarbeitung ist genauso gut. Der Sensor bei der X3 ist um 40% größer, aber ich muss echt sagen, die Kamera macht jetzt nicht unbedingt ein viel, viel besseres Bild im Videobereich bei gutem Licht. Also bei gutem Licht ist die X2 immer noch super, super gut zu gebrauchen. Ja, im Fotobereich sieht man einen Unterschied, aber ich nutze sie hauptsächlich fürs Filmen. Allerdings möchte ich euch ein paar Nachteile nicht vorenthalten bei diesen 360-Grad-Kameras. Wenn ihr die hier zum Fotografieren verwendet, ist der Workflow absolut verrückt und umständlich. Wenn ihr RAW-Bilder bearbeiten wollt, müsst ihr diese RAW-Fotos von der SD-Karte erstmal in die Insta-Software reinladen. Als nächstes gebt ihr diese RAW-Fotos dann aus, also ihr exportiert die, um sie dann in Lightroom importieren zu können. Dieses Lightroom-Foto bearbeitet ihr mit allen möglichen Reglern, Tiefen hoch, Lichter runter zum Beispiel, ihr korrigiert die Belichtung. Dann müsst ihr dieses Foto wieder ausgeben, also exportieren als RAW, also als DNG-File. Ihr importiert daraufhin dieses File wieder in der Insta-Software, wählt die richtige Perspektive, egal ob es ein Tiny Planet ist oder ein krasses Fischauge, und dann macht ihr einen Screenshot von diesem Bild, um dann das JPEG-Foto zu erhalten. Also geht's noch? Was ist das für ein Workflow? Bis ich das gecheckt habe, habe ich eine halbe Stunde oder sowas gebraucht. Also absolut umständlich, aber es geht. Aber es geht. Aber auch was die Videobearbeitung angeht, kann es für manche neuen 360-Grad-Kameranutzer erstmal kompliziert werden. Weil diese Videodateien, die die Kamera kreiert, die müsst ihr mit einer Insta-Software bearbeiten. Ja? Und da muss man sich erstmal mit anfreunden und sich da reinarbeiten. Also ich selber bin da nach einer kurzen Einarbeitungszeit reingekommen, weil ich Videoprogramme einfach gewohnt bin. Ja, man kann aber auch diese Video- und Fotoaufnahmen gut auf dem Handy bearbeiten, also auf dem Smartphone. Jedoch ist mir das viel zu fummelig und zu zeitaufwendig. Ich bin immer noch klassisch unterwegs. Ich bearbeite meine Bilder auf dem Mac mit der Insta360 Software. Man kann auch da das Videomaterial in besserer Qualität am Ende ausgeben, und das ist mir einfach wichtig. Aber wichtigster Punkt ist doch tatsächlich, für wen ist diese Kamera überhaupt was? Wenn du jetzt nur eine Action-Kamera möchtest, bist du eigentlich mit einer GoPro-Kamera viel besser aufgehoben, weil einfach die aufwendige Nachbearbeitung dieser 360-Grad-Videoaufnahmen komplett entfällt. Ja? Und ich finde auch, die GoPros der neueren Generation haben eine bessere Bildqualität als hier die Insta360 X3. Jedoch, ihr da draußen, die Content Creator, Sportler oder Menschen, die für ihren Social-Media-Bereich außergewöhnliche Aufnahmen machen wollen, die sie mit einer normalen Action-Kamera aufgrund der fehlenden 360-Grad-Funktion nicht hinkriegen, dann sollte man sich diese Kamera hier am besten mal näher anschauen. Bam. Der Link zur Kamera, den findet ihr einfach in meiner Videobeschreibung. Und mein kleiner Tipp an euch: Diese Kamera hier macht sich unterm Weihnachtsbaum besonders gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like für das Video. Bye bye, euer Sigi. Bis bald. Bevor ich es vergesse, wir gehen jetzt noch in die Verlosung rein, und schauen, wer von euch diesen Rucksack aus meinem letzten Livestream gewinnt. Ich check's mal kurz ab. Herzlichen Glückwunsch, Michael Grabe. Du hast diesen K&F-Rucksack, der wirklich fast nagelneu ist, gewonnen. Im Wert von 180 Euro. Er geht an dich. Ich bezahle den Versand auch an dich. Ich hoffe, dass du in Deutschland wohnst. Schreib mir doch bitte eine E-Mail auf meine info@eichhornfilm.com Webseite und dann kontaktiere ich dich. Bye bye, bis zum nächsten Video.